MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Gute Frage. Ja, was kann der gute Lumpi denn jetzt tun? Wieder diese Baumstumpf, ey. Wir bräuchten noch einen Traktor, wa? Also, ich... Jetzt ist auch noch der Dünger leer. Na super. Ja, Gerd. Läuft. Gut gelöst, ne? Kann ich nur sagen, Problem erkannt. Nick, du müsstest mal wieder Rasen mähen. Ja, in der Zeit könnte... Gute Idee, weil ich bin hier so schon seit Ewigkeiten und ja. Lade ich den Ballen jetzt beim Mähen raus. Dann könnte Lumpi im Endeffekt Ballen laden. Da habe ich... Ja, müssen wir aber gucken auch wieder, weil dann habe ich ja keinen Traktor mehr. Eben. Fürs Rasenmähen. Ach ja. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, vielleicht noch einen Traktor kaufen. Ja, für 69.000. Kriegen wir einen. Spaß. Ja, Chantal 2.0 vielleicht. Ja, dann kaufen wir uns zur Not zum Rasenmähen halt auch nochmal eine Chantal. Dass wir für die Kleinarbeiten wie Rasenmähen und Schafe zweimal Chantal so haben und für die größeren Arbeiten hier die großen Feldmaschinen. Ja gut, aber dann... Jetzt ist schon mal draußen aus dem Rohr. Das heißt, von mir aus könnte Lumpi jetzt die Ballen nehmen. Aufladen. Dann kann ich auch direkt schon mal tanken. Dann nutze ich die Gelegenheit mal. Was? Wieder Sachen kaputt. Ist ja nichts Neues. Auch wieder war. Auch wieder war. Genau, Lumpi ist jetzt da. Ich mach mal hier nochmal die Schafe. Da war ich gerade eben. Okay. Lumpi hatte Langeweile. In den Pickup. Pickup. In den Pickup. Pickup ist ein tolles Wort, ja. Und Ballen laden hat jetzt nicht wirklich Bock. Nee, willst du lieber Ballen pressen? Ich sitze hier mal im Drescher und guck. Das reicht mir. Und der Einzige, der sich in seinem Nicknamen Bauer nennt, ist die faulste Sau auf dem Feld, weißt du? Naja. Was, naja, jetzt gerade ist er's. Ja, jetzt immer. Mach ihn mal einen faulen Lenz und. Ja. So wie immer, wenn du gerade nicht dreschen kannst. Mhm. Guckst du nämlich dem Feld beim Wachsen zu. Ja, hier muss noch gesät werden, ne? Ja, lass Gerd erstmal das erste Feld sehen. Ach, der ich bin gerade am Düngen, damit ich weiterkomme. Ach so. Wir haben einen Traktor zu wenig. Ja, wir haben einen Traktor zu wenig. Wobei das Düngen geht ja Gott sei Dank. Das geht ja flott. Das war knapp. Ja. So, den muss ich aber nochmal absetzen, weil der ist schief und dann lade ich
so auf, dass ich den nicht vernünftig geladen bekomme. Boah, hier fährst du im Kreis, ey, das ist unglaublich. Ja, soll ich mal pressen und willst du mal aufladen? Mir ist das egal. Nee, das geht schon, ist schon okay. Jetzt wollt ihr nicht auch noch keine Lust aufs Aufladen, ne? Was? Jetzt wollte der Nick auch mal Geburtshilfe spielen, das ist auch nicht richtig. Ne, das sind meine Haufen, die ich hier rausdrücke mit viel Mühe und Liebe. Mhm. Die sind für Nick, naja, für Liebe. Die sind für Nicks jungen Hintern zu groß, da reißt die Puperze. Was ist denn hier passiert? Alter, what the fuck, ey. Mein Gott, ey. Dein Witzbuch hat auch nur keinen Euro gekostet, weil du nicht aus Aachen kommst, oder? Richtig. Ich hab's geschenkt bekommen. Umso schlimmer. Ja gut, frei nach dem Motto, besser billig als umsonst, ne? Hätte ich doch lieber einen Euro für hingelegt. Na, eigentlich gucke ich mir das immer so bei Gerd ab, weißt du? Aber mit besser billig als umsonst hast du jetzt für Chris voll die gute Ausrede, Pap. Das ist schlecht. Ja, ja, da kriegt er keine Nase dran. Wenn er anfängt, meine Sprüche zu kopieren, hat er ein Problem. Ich melde das dann sofort. Wo meldest du das denn? Bei YouTube. Bei YouTube? Ah, ja. Wenn er das auf dem TS sagt, oder was? Ja. Nö, dann bann ich ihn. Nee, TS ist ja nicht mehr, ist ja Discord. Ist ja Discord, Mann. Aber dann bann ich ihn. Discord. Aber daran werde ich mich so schnell nicht gewöhnen. Das ist nicht schlimm. Discord? Musst du dich auch nicht schnell gewöhnen, reicht, wenn du es langsam machst. Oh, leck. Ui. Ja, ja. Ich bin gerade übers halbe Feld geschossen. Hast du denn auch einen Waffelschein? Ja. Ein Waffelschein. Hashtag die 3 aus NRW. Dass das nicht drauf war, ist so schade. Ja. Ja, das ist es tatsächlich. Weil ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Das ist wieder ein typischer Sprachfehler, weißt du? Nein, ja. Das war Absicht. Das war Absicht, das war pure Absicht, ja. Ja, ja. Nee, der Waffelschein war wirklich Absicht. Aber das ist halt, wenn 3 Bekloppte unterwegs sind, passiert das halt. Da kommt dann nur Scheiße bei raus. Ja. So wie am Samstag. Oh ja. Alles klar, Lumpi heizt hier übers Feld mit dem Pickup. Warte, 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 warte! Sollen wir das Laminat dann auch so verlegen, wie das wir hier sehen? Laminat? Nee, bitte nicht. Warum nicht? Okay. Weil der nicht dein Ernst, oder? Weißt du, das hat einen ganz einfachen Grund. Och, Lumpi. In der Wohnung muss ich leben, auf dem Feld nicht. Was habt ihr denn jetzt wieder veranstaltet? Das ist nicht dein Ernst. Das kann jetzt nicht sein. Was macht Alter. Ihr? Und wo? Ja, du kannst ja mal in den Case gerade einsteigen und dann mal gucken, was... Das ist jetzt nicht wahr. Aufgebockt. Oh Mann. Das kriegt auch nur wir hin, ey. Wo seid ihr? Switch in den Case einfach. Wir sind auf Feld 26. Da war er kurz. Da war er kurz, ja. Du meinst auf... Hier. Ah, ja.
Ja, weil der Case ist der Dings, der Mähdrescher, deswegen. Was hat denn jetzt... der Case ist doch der rote Traktor. Der rote Traktor ist auch ein Case. Auch was, ein Case. Was hat der Lumpi denn gemacht? Ja, guck dir das mal an. Ja. Aber ich kann dich da ja wieder runterheben, so ist es ja nicht. Moment, ich wollte mal gerade auf das Auto gucken. Ja, cool. Ölbahne und so. Ach so, ja, ja. Ich komme hier nie wieder weg. Wieso? Ja, switch mal, switcht mal in den blauen Traktor rein, werdet das sehen. Perfekt. In den blauen? Ja. Warte mal. Also wenn es jemand schafft, hier ordentlich auszuparken. Das Sofa steht da ein bisschen... Was? Was? Ja, kommst du raus. Ja, das war jetzt schon ziemlich kompliziert. Wolltest du grillen? Ja, ja, irgendwie schon. Ja, der Lumpi, der versteckt seinen Stroh da auch in den komischsten Ecken, weißt du? Ach so. Guck mal, Lumpi schiebt das Stroh hierher. Oder die Ballen vielmehr. Nee, Stroh ist schon richtig. Ja, die Strohballen sind ja eigentlich. Das ist ja nicht nur Stroh. Das sind ja Strohhölzer. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Strohdoof und Strohballendoof, oder was? Genau. Ist man dann... Was jetzt die Definition Ballendoof ist, daran müssen wir noch arbeiten. Ja, ich wollte mich gerade fragen, ist man dann döver, wenn man Strohballendoof ist? Ist das so die erweiterte Form? Ja, dann ist man döver. Das ist ja gebündelt, weißt du? Das ist so wie doof, wie blöd und saublöd, ne? Ja, genau. Habe ich doch gewusst, dass das zusammenhängt. Bei denen da hinten drinnen wusste nicht mehr los. Ne, weiß ich, habe ich gesehen. Auch völlig blöd animiert. Ja. Eigentlich müsste nächsten Mal. Eigentlich müsste es so eine Funktion geben, dass du den dann cutten kannst. Ja. Ne, zumindest ist, dass er dann. Cutten kannst du nachher in Sony Vegas. Weil ich glaube nämlich nicht, dass der Bauer so einen halben drei oder dreiviertel Ballen dann einfach auf der Maschine drauf liegen lässt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich kann mir so vieles nicht vorstellen. Zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Frau zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Katze zu... Wobei, doch, das kann ich mir vorstellen. Paul fressen, rumliegen. Fressen, schlafen? Ja, genau. War das nicht gerade die Arbeitsbeschreibung deiner Arbeitsstelle? Nein. Ja, ich wollte gerade fragen. Nein. Lieber Gerd, das siehst du falsch. Weil die Beschreibung meiner Arbeitsstelle ist schlafen, fressen, schlafen, fressen. Und nicht fressen, schlafen, fressen, schlafen. Also da musst du die Reihenfolge beachten. Ach so, da kommt man hin und pennt erstmal nur mal eine Runde. Eine? Ja, okay, heute bis um 12:30, ich weiß. Aber... Oh Mann, jetzt macht mich hier mal nicht schlecht. Nicht schlechter als du bist. Nicht schlecht. Besonders, weißt du, Gerd ist der mittags im Discord-Server schreibt, von wegen Gen. Gen? Wieso hat der Gerd heute frei oder was? Nö. Nein. Oh, ihr habt doch alle zu viel Zeit, kann das sein? Ja. Ja, du als Schüler bist natürlich voll ausgelastet. Ja, also während ich in der Schule bin schon. Was, Lumpi? Gibt's für den Discord auch eine Handy-App oder was? Ja. Klar. Mhm. Auch für das praktisch. Auch für ihr Smartphone. Macht das nur ja ordentlich. Ja, mach ich. Sonst. So. Da hinten liegt nur einer, den hole ich noch und jo. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Session. Genau, dann sind wir durch. Dann haben wir gute eineinhalb Stunden. Ablieben, genau. Abliefern kann ich nur nächstes Mal. Wir sind jetzt gerade so an einer Stelle. So. Machen wir hier Schicht, würde ich sagen. Jo. Du kannst sie hier hinten drauflegen. Hier ist noch kein Gurt drum. Stehst im Weg. Mhm. Hab es gemerkt. Tut er das nicht immer? Ja, leg ihn in die Mitte, genau. Oh. Machen wir mal kurz den Gurt weg, damit er wenigstens richtig drauf fällt. Ja, das war der falsche. Lups. So, genau. Jetzt kannst du wieder dran machen. So. So, können wir eigentlich auch hier stehen lassen, das Zeug, ne? Genau.
Wo ist denn der Gerd? Der ist noch am Düngen. So eine Gülle. Jetzt fängt er hier an mit, fängt er hier an mit der Bauernsprache, ey. So eine Gülle aber auch, ey. Mario, duck dich mal. Aber jetzt Bock springen oder was? Nee, nee, duck dich einfach mal. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ich hab mich geduckt. Das siehst du nicht. Hä? Ach, das siehst du gar nicht? Nee, ist ja langweilig. Duck-Animation. Komm, Gerd, ist 20 Uhr auf Tacho. Ist Arbeitsende. Ey, hm? Du siehst, wenn der Hand die Säge in der Hose hat. Wenn er die Säge in der Hose hat, ja, genau. In der Hand hat. Ja, machst du gefälligst den Motor aus, wollte gerade sagen. Genau. Guck dir so, den. Wir hinterlassen ein Riesenchaos. Ja, nö. Mal wieder. Stehen hier kreuz und quer auf dem Feld rum. Ach so, quer stehen wir gar nicht. Komisch, ich klick Mayo an und der sagt mir, das Objekt ist zu schwer, hat das was zu sagen? Alter. Kommst gleich in die Ballenpresse, ey. Mach Würfelzucker. Soll ich mich auch ballen? Ich mach Würfelzucker aus dir. Moment, wenn du in die Ballenpresse landest, ist das dann geballte Power? Ja. Oh. Geballte Gerd. Gibraltar Gerd. Gibraltar Gerd. Ah. Ich musste auch dran denken. Gerd Games, der neue YouTube-Account. Gerd Games geballt. Oh fuck, ey. Gerd steht voll in der Luft irgendwie. Nö, ich stehe eigentlich auf Lumpi. Bei mir steht er voll in der Luft. Jetzt nicht mehr. Was, war das jetzt dein Coming Out? Nee. Ich stehe eigentlich so trocken. Ich stehe eigentlich auf Lumpi. Oh. Alles klar. Nein. Könnte mal jemand jetzt. Ja, ja, ich. Lumpi, das braucht ihr nicht peinlich, wa? Oh, fick die Ziege. Ah. Ich stehe eigentlich auf Lumpi, sagt er. Gut. Gut, echt gut. Ach, ja, ich würde aufpassen, ne? Weil Glashaus sollte nicht mit Elefanten werfen. Ja. Niklas steht ja auch auf dir drauf, so quasi, ne? Der steht ja auch. Also, Lumpi, ich sag dir am Samstag Bescheid, wenn der Gerd mir irgendwie beim Laminatverlegen Avancen macht. Okay. Ich hau dir das Laminat um die Ohren, hör mal. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.